So, willkommen im zweiten Teil. Wir schauen uns das Major Laser Pattern mal im Detail an. Los geht es mit dem sehr entspannten Drum Groove, den wir hier hören. Schön mit 98 BPM. Ich schalte mal hier die Drums auf Solo. Auch ohne Instrumente, nur die Drums. Schöner Kopfnicker. Genau. Sehr interessanter Groove, finde ich. Als ich das erste Mal das gehört habe, war mir nicht ganz klar, ja, was ist das jetzt? Es ist kein klassischer 4 to the floor. Es ist zwar eine durchlaufende Bassdrum, aber die Percussion-Sachen sind sehr außergewöhnlich. Ja, wobei mich die auch wirklich direkt auch wieder an Diplo irgendwie erinnern. Also trotzdem er irgendwie auf diesen vielleicht fahrenden Zug aufgesprungen ist, kommen ja trotzdem so seine Skills da irgendwie durch. Also das, was der sonst auch macht, das hört man hier eben auch. So, Reggae. Genau, es ist ja doch ein bisschen Dancehall und Reggae viel da. Was eben an diesen verschobenen Hits hier liegt. Die haben wir zum Beispiel hier. So, ein bisschen Reggae-Ton und all sowas ist da irgendwie so drin. Das Ganze hier garniert erstmal mit der Kick. Die kommt hier wie ja, in vielen Dance-Pattern hier aus dem Kick-Plugin von Nicky Romero. Nach wie vor ein fantastisches Tool. Kriegt man eigentlich fast alle Kick-Sounds genau. mit raus. Ob Richtig. Ja. Was ist das Besondere an dieser Kick? Also, wie wir das auch schon häufiger hatten, es darf halt nicht so bollerig klingen. Es muss halt irgendwie so eine schön suppige Kick sein mit einer schönen Top-Kick obendrauf. Und sonst habe ich halt auch gerne mal in Battery zig Samples übereinander gelayert und dann geguckt, so wer ist jetzt für den Bassbereich zuständig, wer für die Mitten und wer macht halt diese Top-Kick. Und das Schöne an diesem Plugin ist, dass das im Prinzip alles hier integriert ist. Du kannst hier die Kick sogar tonal stimmen. Du kannst hier einen Subbereich reindrehen, den nochmal extra betonen. Du kannst mit dem EQ nochmal eingreifen und dann hast du hier sogar noch eine Top-Kick eingebaut, die man dann halt auch stufenlos dazu mischen kann. Und so ist dann hier unsere sehr schöne Kick so entstanden. Die, obwohl sie subbig ist und groß, doch auch sehr kompakt, sehr, sehr direkt. Genau. Sehr, sehr angenehm. Dann hast du hier noch eine schöne zusätzliche Top-Kick oben drauf gemacht, um da einfach noch ein bisschen mehr Punch da oben zu bekommen. Gerade im Refrain fällt das auf, wenn man die wegnimmt, dass die setzt sich nicht durch. Da fehlt was diesen letzten Kick. So, dann kommen die klassischen Claps auf 2 und 4. Und damit habe ich eigentlich so ein schönes, langsames Dance-Pattern. Und was es jetzt eben so ein bisschen Major, Laser und Diplo-mäßig macht, ist jetzt halt dieser ganze Loop-Bereich, der hier dazu kommt. Der grenzt ihn auf jeden Fall von vielem ab, was gerade so im Radio läuft. Das ist sehr außergewöhnlich. Genau, können wir uns ja auch nochmal einmal kurz hier anschauen, was da drin ist. Die hier hatten wir gerade schon. Das sind einfach mehrere Percussion-Hits, die übereinander liegen. Ja, und immer so schön versetzt kommen. Was haben wir da noch? Ja, Tambourin, Shaker und alles sehr, doch auch sehr bearbeitet. Es ist sehr, sehr präsent. Hat aber nicht viele Höhen, das ist bei denen sehr interessant. Also wenn man sich auch die Frequenzkurve der ganzen Drums anschaut, das meiste passiert in den hohen Mitten. Das ist sehr, sehr, sehr präsent, aber eben doch im Verhältnis zu anderen Sachen doch irgendwie ein Stück dumpfer. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig bei dem Sound. Hier sehe ich auch noch zwei Stylus Loops, die hier einfach mit durchlaufen, schön ein bisschen Percussion machen. Und dann hier, das ist jetzt auch wieder Diplo-Style. Ab und zu diese Hi-Hat. Ja. Das sind einfach ganz 808 Hi-Hat-Samples, die wir da geschnitten haben für diesen Effekt. Genau. Und dieses schnelle, ratternde, das hat der Alte auch hier in dieser Snare, die wir hier hören. Dass du halt hier, ja, das sind halt auch so typische Filz, die man so bei Reggaeton und solchen Styles halt hört. Eigentlich ein sehr rougher Style. So, und ja. Ich finde diese Kombination tatsächlich sehr, sehr schick, dass dann halt dieser Synthi das alles wieder so smooth und elegant irgendwie macht. Und unten drunter hast du eigentlich doch diesen sehr roughen Drumpart. Ja, wie das auch im Dance so ist, diese Sounds, die sind im Prinzip fertig. Ne? Wenn du halt hier diese Nicky Romero Kick nimmst, da muss man nicht mehr viel machen.
So, hier ist jetzt noch ein bisschen EQ drauf. Ist einfach hier dieser Bereich noch ein bisschen ausgedünnt, aber das sind mehr so kosmetische Korrekturen. Es ist nicht mehr so, dass man ja dieses klassische 909-Sample hat und dann erstmal dran rumschrauben muss mit Kompressor, EQ, vielleicht noch Verzerrungen und, bis man seinen fertigen Sound hat, sondern hier kommt die fertige Kick so aus dem Plugin, man muss da nicht mehr viel machen und deswegen wandern die auch alle direkt einfach auf den Masterbus. Und da ist dann nichts mehr mit Drumgruppe und nochmal einer extra Komprimierung. Das Einzige, was dann hier nochmal hier und da ist, ist, dass man hier noch über Send-Effekte einen Hall ansteuert. Das haben wir hier zum Beispiel bei dem Snap-Sound. So. Ne, wo ist er? Hier hinten. In der zweiten Stufe, genau. Da hinten kommt er. So. So, aber ich muss das so machen. So, ja, da hört man, dass er einfach in so einen Hall eingetaucht wird. Das ist dann in diesem Fall hier der Valhalla, wenn er denn geöffnet wird. Da, so. Und auch hier kommen wir auch auf deine Höhen hier zu sprechen. Schöner High-Cut drauf, dass das alles nicht irgendwie zu brillant wird. Das muss halt dieser Smooth. Smooth, genau. Das ist einfach das Wort dafür. Das muss irgendwie so ein bisschen in Watte gepackt sein. Und dafür darf dieser ganze Track einfach nicht zu viele Höhen haben. Alles schön weich, trotz dieser eigentlich roughen Sounds und roughen Programmierung. Genau. Es gibt auch in dem Fall keine richtige Drum-Gruppenbearbeitung. Das sind wirklich die, ja, wie man sich das vorstellt vom Sampler, wenn jemand mit einer APC sein Pattern spielt, ja. So ähnlich, nicht, aufnehmen, nicht viel gemacht. Fertig. Da ist wichtig, wirklich die richtigen Sounds von Anfang an schon zu suchen und sich da auch wirklich Zeit zu nehmen. Nicht zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach die Snare, sondern ja, da muss man sich halt ein paar anhören, bis man die gefunden hat, die einem gefällt, genau. Die passt. Okay, ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und schauen uns da den ganzen Synthi-Kram an. Bis nachher.